Im zweiten Teil der Vorlesung soll es nun, wie angekündigt, um Operationen gehen, Operationen, mit denen Versionskontrolle ermöglicht werden kann. Und wir gucken uns das am Beispiel von Git an. Die meisten von euch haben Git schon benutzt im Software-Grundprojekt, kurz SOPRA. Und insofern kennt ihr dann vielleicht einige Befehle schon, aber nichtsdestotrotz ist vielleicht gut, nochmal einen Überblick zu bekommen über die verschiedenen Befehle, wie die zusammenhängen, warum man die alle braucht und vielleicht auch, was so wichtige Sachen sind, die man jeweils dabei beachten sollte. Für die, die da noch so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil Git am Anfang relativ schwierig ist, für die ist natürlich auch insbesondere gedacht, die können jetzt noch mal ein bisschen einen Überblick sammeln, welche Operationen gibt es. Und wir fangen da an mit Clone. Clone und Fetch sind zwei Operationen. Wir fangen mal an mit dem Clone. Das ist sozusagen das Grundlegendste, was man machen kann. Ja, das ist auch das, was so bei GitHub immer oben bei irgendwelchen Repos steht, ob man das klonen möchte. Und klonen heißt halt, dass man eine Kopie des kompletten Repositories bei sich lokal anlegt. Das passiert wie folgt. Man würde dann eben sagen, Clone Repository, gibt da den Link an zu diesem Repository, was irgendwo online liegt. Und dann hat man eben diese Clones vorliegen. In den Klonen haben wir wirklich durch diesen Prozess des Klonens die komplette Historie vorliegen. Was dann im nächsten Schritt typischerweise noch passiert, ist, dass man eine Arbeitskopie erstellt. Das heißt, man sagt, in welcher Version, an welcher Version möchte man denn jetzt arbeiten oder welche möchte man sich jetzt ansehen. Da gibt es jetzt auf der linken Seite sozusagen wieder die Working Copy 10. Es muss nicht immer die aktuelle sein. Manchmal will man sich vielleicht eine alte angucken und auf einer alten Version Tests durchführen oder Sachen ausprobieren. Das heißt, was wir dabei angeben müssen, ist prinzipiell erstmal, von wo wollen wir klonen und in welchen Ordner soll das bei uns lokal liegen, aber auch welche Revision wollen wir eben dabei auschecken. Und da gibt es den besonderen Begriff Head. Head steht immer für die aktuellste Version. Da muss man sich eben nicht Gedanken machen und nachgucken, was ist denn jetzt die aktuellste von allen Versionen, die da im Repository liegen. Gut. Dann gucken wir uns Fetch an. Was bedeutet Fetch? Naja, ich habe schon eine Kopie des Repositories und jetzt möchte ich Updates haben. Ich möchte also nicht von vornherein sagen, in welchem Repository das, in welchem Ordner das bei mir lokal liegen soll und wo das Remote Repository ist. Wir müssen also nicht ganz so viel machen, sondern wir wollen nur das Update haben. Und das sieht also wie folgt aus. Ja, ich habe vielleicht da links irgendwie was geändert und ich möchte jetzt nur diese Änderungen haben in die Historie und dann komme ich eben zu einem aktualisierten Repository-Klon. Achtung, hier war ein kleiner Fehler gerade auf der Folie. An der Working Copy ändert sich dabei tatsächlich gar nichts. Ja, das bleibt einfach bei der Versionsnummer 5. Dann gibt es Commit und Push. Ja, wir müssen natürlich auch irgendwie Änderungen machen können und diese Änderungen einchecken können und dafür sind Commit und Push da. Wer schon Erfahrung hat mit SVN, da ist es tatsächlich, gibt es diese Unterscheidung nicht. Da ist Commit und Push sozusagen in einer Operation. Was wir damit machen, ist erstmal in Commit. Ich habe lokale Änderungen. Ja, wir haben eine einzelne Datei geändert, wir haben vielleicht eine Datei hinzugefügt. Und diese Änderung möchte ich jetzt committen, einreichen sozusagen für mein lokales Repository. Das ist der erste Schritt. Was dabei entsteht, ist eine neue Versionsnummer. Ja, in dem Fall 11, das heißt, ich habe eine Working Copy, die hat jetzt bekommt eine neue Versionsnummer und auch im Repository-Klon gibt es jetzt eben nicht mehr die Version 1 bis 10, sondern eben die Version 1 bis 11. Wichtig, haben wir eben gesehen, ich kann nochmal zurückspringen, ja, bei einem Commit, bei Git ist es immer notwendig, eine Commit-Nachricht anzugeben. Das führt jetzt hier zu weit, das im Detail auszuführen. Ganz grob, es wird ein Hash erzeugt, ja, das ist auch die Commit-ID und anhand derer kann man quasi erkennen, was wurde geändert oder der wird beeinflusst davon, was geändert wird, zu welchem Zeitpunkt das passiert ist, wer den Commit gemacht hat und auch die Nachricht. Das heißt, man kann Nachrichten nicht nachträglich ändern und diese Commit-Nachrichten sind unglaublich wichtig und deswegen diese Einschränkung, man muss eben eine solche Commit-Nachricht angeben. Ein Hinweis vielleicht noch zu Commit-Nachrichten, das kommt nachher, kleiner Hinweis schon mal, auch im interaktiven Teil nochmal. Bei Commit-Nachrichten ist es üblich, dass man der ersten Zeile so eine Zusammenfassung gibt, dann eine Leerzeile kommt und dann eine unter Umständen längere Beschreibung, was denn jetzt geändert wurde, warum, was man damit vielleicht für Fehler beheben wollte.
Diese Änderungen sind nach dem Commit aber tatsächlich nur lokal verfügbar. Das heißt, die Frage ist, wie können jetzt andere diese Änderungen bekommen? Und das machen wir dann über den Push. Das heißt, wir schieben unsere Änderungen auf den Server, und zwar vom lokalen Repository-Klon eben zu dem Remote-Repository. Eine Bedingung muss dafür erfüllt sein. Erstmal muss ich alle Revisionen, die auf dem Remote Repository haben, muss ich auch in meinem geklonten lokalen Repository haben. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann muss ich eben erst einen Pull durchführen und kann dann einen Push durchführen. Ja, es geht eben darum, man will nicht, oder das Problem in Datenbanken heißt tatsächlich Lost Update, man will vermeiden, dass man jetzt irgendwie Änderungen dahin schiebt und andere Änderungen gehen plötzlich verloren. Das heißt, erst muss man sich alle Änderungen holen, die da sind, und dann eben über einen Push wieder hinschieben. Gut. Ja, diese Commit-Nachrichten hier, die zeigen das so ein bisschen, und tatsächlich, wenn ich meine Folien erstelle, dann sieht das relativ ähnlich aus mit den Commits. Das kann ich später mal noch zum Besten geben. Das ist ein typischer Fall, dass man halt Commit-Nachrichten schreibt und irgendwann hat man keine Lust mehr und dann schreibt man da noch irgendwas hin. Und das ist tatsächlich ein großes Problem in der Softwareentwicklung. Ja, es muss nicht bloß der Code stimmen, sondern auch die Versionsverwaltung muss ordentlich gemacht sein. Und deswegen ist wichtig, dass man eben eher informative Sachen da reinschreibt und nicht sagt, ich habe was gefixt oder irgendwelche Bugfixes oder das tatsächlich nutzt, um irgendwelche Späße zu machen. Hier ein Beispiel, und zwar, ich habe ja im letzten Semester mit euch zusammen so ein bisschen entwickelt und interaktiv versucht, sozusagen, konnte das mitmachen live, haben wir den Taschenrechner weiterentwickelt und haben da in bestimmte Entwurfsmuster eingebaut. Und da habt ihr das vielleicht schon gemerkt, dass die ein bisschen merkwürdig aussehen, meine Commit-Nachrichten. Die haben nämlich immer irgendwie so ein Schlüsselwort vorne dran, Refactor oder Feed. Und das ist tatsächlich was empfohlen wird. Das ist bekannt unter dem Begriff Conventional Commits. Das heißt, es gibt Konventionen, und wenn ich eben bloß ein Refactoring mache, haben wir in der letzten oder Vorlesung besprochen, ich also nur die Struktur ändere, aber nicht das Verhalten der Software, dann schreibe ich das eben dran, Refactor. Und wenn es tatsächlich eine neue Funktionalität ist, dann schreibt man eben Feed dran. Da gibt es noch mehr von, aber das würde ich euch mal recherchieren lassen für die interaktive Aufgabe. Es gibt noch mehr Operationen. Wir gucken uns jetzt mal noch Merge und Pull an. Und zwar Merge kann für verschiedene Sachen benutzt werden. Ich kann Merge dazu benutzen, um erstmal meine Arbeitskopie, die ich habe, sozusagen zu vergleichen zum Repository und zu gucken, was habe ich jetzt eigentlich geändert. Und ist tatsächlich insofern da auch ähnlich zu der Operation Merge in SVN. Pull ist tatsächlich was man sehr häufig braucht. Und zwar ist Pull eine Kombination von zwei Sachen, nämlich das ist Fetch und Merge zusammen. Das heißt, typischerweise hat man auf dem Repository sind Änderungen passiert und die Änderungen möchte ich nicht nur lokal haben, mit einem geänderten Repository-Klon, in dem Fall sozusagen wieder die Revisionen 1 bis 11, sondern ich möchte auch, dass meine lokale Arbeitskopie, die Working Copy, auch aktualisiert wird. Und deswegen sozusagen der Begriff Pull, was man eben typischerweise macht, ist eben Push und Pull in irgendeiner Form zu verwenden, sodass man eben immer auf dem aktuellen Stand ist, dass aber eben die Arbeitskopie auch auf dem aktuellen Stand ist. Und manchmal braucht man nur Fetch, aber in vielen Fällen reicht eben der Befehl Pull dann aus. Gut, ein Befehl haben wir hier jetzt noch, und zwar den Befehl git ignore. Jetzt kann man sich fragen, okay, warum will ich irgendwas ändern an einem Repo, was ignoriert werden soll? Es gibt manchmal Änderungen, die nur für uns lokal wichtig sind und nicht für andere. Und dann möchte ich sozusagen nicht immer darauf hingewiesen sein, dass ich noch Änderungen habe, die ich vielleicht vergessen habe für einen Commit.
und nicht aus Versehen zum Beispiel den anderen zur Verfügung stellen möchte. Beispiele dafür sind zum Beispiel irgendwelche Konfigurationspfade, in denen lokale Ordnernamen von meinem System irgendwie enthalten sind, weil die nützen auf anderen Systemen natürlich wenig. Dann gibt es sowas wie generierte Dateien. Wenn ich jetzt ein Java-Programm habe, warum soll ich die Binärdateien mit einchecken ins Repository, wenn ich doch einfach die immer wieder neu erzeugen kann? Das heißt, generierte Dateien packt man typischerweise nicht in ein Repository. Es gibt tatsächlich Ausnahmen, wo man das mal macht, zum Beispiel mit JAR-Dateien, die ja schon generiert sind, aber wo man eben nicht möchte, dass die jeder immer für sein Projekt wieder neu erzeugen muss, weil vielleicht der Source Code gar nicht in dem entsprechenden Repository ist. Was wir dafür machen müssen, ist, wir müssen angeben, um welche Ordner und Dateien es sich handelt, die ignoriert werden sollen. Und das kann zum Beispiel auch so ein Pattern sein, wie alle Dateien Stern.log, weil wir die eben nicht committen wollen. Wir wollen die eben nicht im Repository in der Historie haben. Was wir dafür machen, ist, wir sagen eben, die und diese Dateien möchte ich ignorieren. Die kommen dann in eine spezielle Datei rein, die heißt .gitignore und liegt im Hauptrepository. Da kann es auch noch mehr von geben, aber das ist eben die Standardversion, das zu machen. Und dann bekommen wir dadurch auch eine neue Version, ja, weil auch diese gitignore-Datei ist eine neue Datei und die wird eben auch zum Repository hinzugefügt. Und deswegen haben wir da eine neue Version und brauchen dann eben entsprechend auch einen Push, damit andere das nutzen können und das auf anderen, in anderen Arbeitskopien, Working Copies sozusagen dann auch diese Dateien ignoriert werden. Jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt. Ich hatte schon angedeutet, dass wir oft so verschiedene Versionen haben, die parallel existieren. Und deswegen kommt es dazu, dass wir tatsächlich nicht bloß einfach so einen Strang von Versionen haben und jeder packt seine Änderungen dahin, so wie das so die letzten Bilder suggeriert haben, sondern wir haben irgendwie parallele Stränge von Entwicklung. Das heißt, gleichzeitig passieren Entwicklungen von verschiedenen Entwicklern und die haben vielleicht am gleichen Tag irgendwie Commits, aber auf einem anderen Stand, auf einer anderen Version. Und da sind wir wieder bei diesen drei verschiedenen Entwicklungsphasen. Wir sind vielleicht gleichzeitig dabei, irgendwie einen neuen Release zu machen. Wir haben noch einen alten Release, für den müssen wir irgendwie ein Security-Problem beheben. Und diese Kombination führt uns halt dazu, dass wir eben mehrere Branches erzeugen. Das ist eben das Konzept, so heißt das in der Versionsverwaltung, diese verschiedenen Stränge, Zweige im Deutschen sozusagen, am ehesten die Übersetzung. Wir benutzen allerdings oft einfach nur den Begriff Branch. Um dann noch den Überblick zu behalten, wo ist jetzt, findet eigentlich die Hauptentwicklung statt, gibt es, und das ist historisch gesehen sozusagen der Master Branch, inzwischen wegen sozusagen historischer Geschichten von wegen Master und Slave, wegen Sklavenhaltung, benutzt man tatsächlich Master inzwischen nicht mehr. Das können wir hier nochmal aktualisieren auf der Folie. Aber es geht darum, es gibt einen ausgezeichneten Branch, der sozusagen die Hauptentwicklung, in der die Hauptentwicklung stattfindet. Und dann haben wir eben eine Reihe von Parallelentwicklungen. Wir zweigen auf. Wir haben diese Aufteilung in verschiedene Entwicklungslinien, Entwicklungsstränge deswegen, weil wir an irgendeiner Stelle wieder mergen wollen. Ja, wir wollen die wieder zusammenführen. Und wir hatten vorhin schon mal den Begriff Merge, das ist tatsächlich das Gleiche, was hier passiert. Ich möchte zwei Sachen zusammenführen und was dann passiert, ist oft einfach ein Merge-Commit. Und wir sehen das gleich nochmal so ein bisschen am Beispiel. An dieser Grafik hier können wir aber schon mal erkennen, es kann durchaus beliebig viele Branches geben, die gleichzeitig existieren. Und ich kann auch durchaus nicht nur von der Hauptentwicklung aus einen verzweigen, sondern auch durchaus von einer Verzweigung, von einer Verzweigung, von einer Verzweigung abzweigen und sozusagen da eine neue Entwicklung bauen. Gut. Was in vielen Fällen passiert, wenn es gut läuft, ist ein automatischer Merge. Ja, das heißt, wenn ich irgendwann mich entscheide, jetzt führe ich die Entwicklungsstränge wieder zusammen, dass ich dann automatisch die verschiedenen Entwicklungsstränge zusammenführen kann. Hier in dem Beispiel können wir zum Beispiel sagen, wir haben einen neuen Zeilenumbruch, den fügen wir da hinzu, wir haben da ein neues Print-Statement. Das heißt, wir haben die Arbeitskopie geändert und in dem anderen
in der anderen Kopie oder vielleicht in dem Repository Remote gibt es eine neue Version und in der ist eine andere Zeile hinzugefügt worden, aber vor der Zeile printbar. Und jetzt kommt es ein bisschen tatsächlich auf die Einstellung an, wie diese Algorithmen konfiguriert sind, aber in manchen Fällen ist es jetzt möglich, das automatisch zu mergen. Und zwar liegt das daran, ob man quasi für diese Änderung, für diese eine gefundene Änderung, diese hinzugefügte oder entfernte Zeile, in dem Fall waren es beides hinzugefügte Zeilen, ob man für die quasi diesen Kontext wiederfindet, ob man die Zeilen davor und danach so wiederfinden kann. Ja, und wenn dieser Kontext aus einer Zeile besteht, in dem Beispiel, dann hätte man das jetzt automatisch mergen können. Wenn die 10 Zeilen davor und danach zum Beispiel identisch sein müssen, dann hätte das hier nicht automatisch geklappt. Und dazu ein Schaubild. Viele Entwickler, die sehr viel Erfahrung haben, haben eher einen Eindruck, dass das nicht so oft automatisch läuft, funktioniert. Und deswegen gibt es dafür ein entsprechendes Schaubild, dass der Git Merge nämlich so funktioniert. Ja, man hat irgendwie Entwicklungen von zwei Seiten, werden immer zwei Sachen gemerged, selbst wenn es drei Sachen sind, dann würde man eben erst zwei Sachen mergen. Das heißt, diese zwei Sachen, die sind eine Weile auseinandergelaufen, jetzt laufen sie wieder zusammen oder sollen wieder zusammenlaufen und dann kommen die sich immer näher und dann passiert dieser Git Merge und der sieht dann so aus, dass es da so einen Aufprall gibt und nachher gibt es einen großen Scherbenhaufen. Ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber tatsächlich gibt es das in der Praxis, dass einfach ein Git Merge fehlschlägt, dass es ganz viele Konflikte gibt, die wir manuell beheben müssen. Und da gucken wir uns jetzt mal ein Beispiel an, in dem das passieren würde. Wenn wir jetzt also sagen, diesen Zeilenumbruch, den fügen wir einfach in der gleichen Zeile ein und das Wort Foo, das fügen wir auch in der gleichen Zeile ein. Dann haben wir tatsächlich die gleiche Zeile in beiden Kopien geändert und jetzt weiß Git, das Merge-Tool, nicht, wie diese zwei Zeilen zusammengemerged werden sollen, was da jetzt eigentlich rauskommen soll. Und was an der Stelle passiert, ist, dass Git automatisch Zeichen hinzufügt, wo es ziemlich sicher ist, dass die nach der Syntax von der Programmiersprache nicht akzeptiert werden. Deswegen hat man eben diese Klammerung hier gewählt und wir sehen, was war die Version auf dem eigenen Rechner, in der eigenen Arbeitskopie mit mein betitelt und was war die Revision, die vom Server kommt, die sozusagen schon in der Historie war. Und dann muss man hier an der Stelle das manuell beheben und würde an der Stelle eben diese zwei Zeilen eben in eine mergen oder vielleicht das auch in zwei Zeilen lassen. Auf jeden Fall an der Stelle ist unklar, in welcher Reihenfolge sollen diese Änderungen passieren. Ja? Oder wenn ich diese gleiche Zeile ändere, soll jetzt eine die andere ersetzen und an der Stelle muss man eben händisch hergehen und diese Probleme beheben und man findet die eben typischerweise leicht, weil sich der Java-Compiler in dem Beispiel beschwert, dass er mit diesen ganz wirren Zeichen nichts anfangen kann. Im zweiten Teil der Vorlesung ging es also um Operationen. Wir haben uns Versionskontrolle angesehen mit verschiedenen Operationen wie Clone, Fetch, Commit, Push, Merge, Pull, Ignore. Aber auch mit Branching, Merging und sozusagen, warum gibt es viele Entwickler, die Merges hassen oder die Git Merge hassen oder einen Shitstorm zu Git Merge loslassen, wenn irgendwo mal was nicht klappt. Tatsächlich ist es so, dass Entwickler heutzutage viel Zeit damit verbringen, solche Merge-Konflikte aufzuheben. Und oft ist es so, dass es gar nicht unbedingt der Entwickler selbst was dafür kann, sondern dass es eher an dem Entwicklungsmodell liegt, dass man nicht oft genug synchronisiert hat zum Beispiel oder nicht oft genug synchronisieren konnte. Ja, und da ist sozusagen die Maxime, je kleiner die Änderungen sind, je öfter ich synchronisiere zwischen verschiedenen Branches, umso geringer ist das Risiko für Merge-Konflikte. Und es gibt inzwischen viele Entwicklungen, die dahin führen, dass ganze Entwicklungsmodelle dazu führen, dass man viele Merge-Konflikte hatte. Das Thema Commit-Messages habe ich nur so ein bisschen am Rande gestriffen und da würde ich euch vorschlagen, dass ihr euch da nochmal ein bisschen mit beschäftigt. Es gibt nämlich relativ interessante Integrationen von Versionsverwaltungssystemen mit dem Issue-Handling, also wo man, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man eben sozusagen das, was an Problemstellungen, an Storycards und Ähnlichem da ist, dass man das sozusagen in einem System festhält, das dann löst und dann möchte man natürlich die
beiden irgendwie miteinander verlinken. Man möchte eben sagen, diese Stelle habe ich jetzt gerade behoben und dann soll dieses Issue zum Beispiel automatisch geschlossen werden. Dafür gibt es spezielle Keywords. Sobald man die einsetzt, passiert es eben und passieren eben Dinge automatisch. Und dann gibt es noch das Thema Conventional Commits. Das heißt, das haben wir vorhin schon gesehen an dem Beispiel mit Feed und Refactor. Und da, das ist, glaube ich, aus der Praxis sozusagen sehr wichtig, sich da mal mit zu beschäftigen, das zu wissen, dass es die gibt. Und deswegen die Überlegung, dass jeder von euch mal so eins dieser Keywords oder eine dieser Konventionen vorstellt. Und ihr müsst nicht nur in diese zwei Links gucken, ihr könnt da natürlich auch beliebig im Netz recherchieren. Dann viel Spaß bei den Aufgaben und bis gleich.